Hallo und herzlich willkommen zum fünften und vorletzten Teil unserer kleinen Miniserie hier, die 21er, ja. Wieder jeweils drei Packs. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Guckt euch gerne die anderen Videos an. Die 5 liegt da, damit ihr wisst, fünfter Teil. Ja, am nächsten Teil sind es nur noch jeweils zwei Packs, weil es waren ja 17. Habe ich bis jetzt immer erzählt, ich erzähle es jetzt wieder. Ich fange hiermit schon an. Das waren alles Displays, die ich mir im Stream bei den Buddies, Grüße gehen raus, bestellt habe und immer nur die Hälfte, immer nur 18 habe öffnen lassen. Dann standen sie hier rum und dann habe ich jeweils eine, mein Telefon, wieder von jedem Set ein Päckchen aufgemacht. Und dann dachte ich, nee, ich zeige euch das. Das sind das, ja, ich will ja zeigen, was ich ziehe. Und guckt euch die anderen Videos an. Irgendwo werden sie verlinkt da oben. Also aus dieser kleinen Serie. Es lohnt sich. Macht echt Spaß. Hat echt Spaß gemacht bis jetzt. Durengard. Und was ich auch jedes Mal erzähle. Vielleicht ist es schon nervig. Meine Doppelten hier. Also gerade die Reverse-Karten und teure Doppelten. Außer V und V-Max. Die biete ich alle auf Card Market an. Wer von euch bei mir bestellt, sich welche holt und nachdem alles seinen Lauf da genommen hat, der schickt mir dann einen Screenshot, wo man sieht, dass er den Kanal hier abonniert hat. Man kriegt da 10% vom Kartenwert, nicht vom allem, nicht auch nicht vom Porto, aber 10% von den Karten kriegt er wieder. Oh. Was haben wir hier? Eine Antonia. Ja! Sehr schön in Kampfstile. Das freut mich. Nicht gerade super geschnitten, aber egal. Habe ich schon mal was für Card Market. Wow. Und wieder muss ich sagen, danke Marcel. Ich glaube, du warst es. Du hast es rausgegeben an dem besagten Freitag, wo ich mir die bestellt habe. Also, guckt euch die anderen Videos an. Ich freue mich jetzt schon. Wieder mal Kampfstile. Außer Drachenwandel. Da bin ich ein bisschen. Der hätte sich die Finger waschen müssen. Aber mit dem bin ich sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Set. Leider. So ein schönes Set. Ich hätte es auch in allen Videos gesagt. So ein schönes Set. Das macht Spaß. Aber ich habe da echt kein Glück. Letzte Kampf. Stile, Kampfstile. Ah, Praktibalk. Krebskops in Reverse und fließender Angriff Hula Uso V. Sehr schön, ey. So muss das sein. So fängt doch so ein Video schön an. Gehst du mal auf hier? Hier. Ich habe ja hier die ganzen Videos. Ich nehme die alle hintereinander auf. In dem Fall habe ich so eine kleine Pause gemacht. Und dann musste ich mal schöne Grüße an Ole Serhasch. Und er hat gerade das Video gezeigt von Logan Paul, wie er dann doch gemerkt hat, dass er gescammt wurde. Vielleicht lustig. Schaurige Herrschaft. Was ich nicht verstehe ist, kann er sich das Geld nicht wiederholen? Oder ist es dann weg? Also, ich meine, wenn ich so ein großes Geschäft mache, und ich weiß, ich will sie sowieso aufmachen. Dann würde ich doch mit dem Typen abmachen. Ey, ich kaufe das, aber du kriegst das Geld erst dann, wenn ich aufgemacht habe und sehe, es ist original. Ja. Aber wir sind ja hier in Europa, in Deutschland und nicht in den USA. Ich weiß nicht, ob das da anders ist. Ich muss wahrscheinlich 3,5 Millionen Dollar für. Wer es noch nicht gesehen hat, G.I. Joe-Karten. Tut mir leid. Schadenfreude ist die schönste Freude. Ramut in Reverse. In Schaurigen und. Ja. Schadenfreude ist die schönste Freude. Tut mir echt leid, aber. Mann, ey. Wenn ich so viel Geld ausgebe, dann sichere ich mich doch ab. Naja. Wenn ich so viel Geld wie er habe, glaube ich, würde ich auch anders handeln und denken, als ich jetzt
handle und denke. Oder auch nicht. Vielleicht will ich dann noch mehr mit Fuffis durch den Club rennen. Dakuma, Nebulak, Formio und Schneeform. Flavia in Reverse und ein Stalos. Ein Stolos. Ja. Bis jetzt hat Kampfstile heute zweimal. Schaurige noch gar nicht. Gucken wir mal. Danach kommt mein kleines Hass-Set. Nein, ist ja nicht Hass. Ich mag das ja. Ich finde es sehr schön. Hat ja geile Karten. Kriegst du nur nicht. Bisschen nervt. Und dann wieder gegen meine Prinzipien. Freue dich über das, was du hast und ärgere dich nicht über das, was du nicht hast. Aber dann. Ja, ist echt schwer hier lauter Videos voll zu labern, voll zu quatschen. Und immer das Gleiche. Aber ist nochmal so. Dick Dreh in Reverse und wir haben was in. Schaurigs haben wir noch was. Und zwar ein Metagross in V. Sehr schön. Gefällt mir. Weiß nicht mal, ob ich das schon habe. Weil ich ja eigentlich Kampfstile und Schauriges eigentlich nicht so. Ich war ja die ganze Zeit mit Glänzendem beschäftigt. Ja, schönes Set. Habe ich jetzt auch vollständig Glänzendes. Und dann habe ich die hier alle verpasst. Drachenwandel. Und ihr wisst, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber ey, nächste strahlende Sterne. Da sind ja schon wieder so viele Hammerkarten drin. Das wird echt heftig. Lauter Glurax. In Rainbow. In Nicht-Rainbow, in Full Art, ey, heftig. Ich habe noch nicht mal die hier fertig. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um die 2020er Sets voll zu machen. Das habe ich noch nicht mal, weil Schwert und Schild Base fehlen mir noch. Ja, die 21er muss ich noch alle. Und jetzt kommt in 22 schon wieder so ein Klopperteil. Schöne Grüße an Pobito. Ich habe deine Dinger. Dein Rat befolgt, ich kaufe mir Einzelkarten. Und ein Filinara in V. Ja. Wieder mal. Denn das hatten wir, glaube ich, hier schon in Drachenwandel. In dem Display. Das habe ich, glaube ich, haben wir, glaube ich, Sascha gezogen. Aber bis jetzt waren es drei V-Hits, also aus diesem, das so richtig sehe, aus Drachenwandel. Ah ja, dafür haben die anderen halt schön gegönnt. Guckt's euch an. Es lohnt sich. Ich habe mich gut gefreut. Der quatscht immer noch das Gleiche. Spielzeugfänger. Arctilas. Jorklef. Kindwurm. Leufeo. Loturzel. Teddywursa. Bramawarts in Reverse. Und ein Fiaro. Ja, schwach angefangen und stark nachgelassen. Oh. Ich mache jetzt hier schon echt lange, ist lange, ich mache hier schon über ein Jahr Videos. Und jetzt, nach über einem Jahr, habe ich es echt gerafft, mir eine Mülltüte an den Tisch zu kleben, damit ich mich danach nicht so bücken muss. Hat ein Jahr gedauert. Naja. Gut Ding will Weile haben. Dartiri, Tentacha, Pikachu, Samurzel, die Bissdrachenrolle in Reverse und Branawarz. Ja, Drachenwandel hat mir eine V-Karte gegeben. Ja, die letzten drei Fusionsangriffe für dieses Video. Aber wer rechnen kann und aufgepasst hat, weiß, im nächsten Video gibt es von jedem Päckchen nur zwei, von jedem Set nur zwei Booster-Päckchen. Ist halt so. Ist halt ein kürzeres Video. So. Energiefusion wird extra gesammelt, ne? Weil da brauche ich noch Kamen und Ankamens. Da fehlen mir noch welche. So, schieben wir mal dahin. Jetzt kann ich die hier hinlegen. Da muss ich noch mal durchgucken. Ja, auf den ganzen Bulk hier, auch diese Karten alle. Und da brauche ich auch noch ganz viele Reverse-Karten. Die sind also noch nicht so auf Card Market. Was ich unten verlinke.
Pummelhoff in Reverse und ein Kapilz in V. So, hier war der Cutter wieder besoffen, zu viel Tequila gehabt. So schräg, wie das da alles ist. Also, glaube ich, habe ich schon Baukarte für die Kids auf dem Trödel. Die freuen sich. Und die Eltern freuen sich. Und viel wichtiger, ich kann ja demnächst bald wieder auf den Trödel gehen. Yeah. Muss auch. Ich muss Karten loswerden, damit ich mir neue kaufen kann. Und ich will die Leute wiedersehen und die Kids. Mich mit denen unterhalten. Fehlt mir. Wenigstens kann ich euch hier voll quatschen. Die fehlt mir auf jeden Fall noch. Das weiß ich. Das habe ich letztens gesehen. Ich glaube, gleich hier drüben hin. Ja. Rotom. Farbigel. Caniwana. Perlu. Tohaido in Reverse. Und ein Zaplarang. Noch nicht so. Halt. Hier hin. Letzte Konfusion in diesem Video. Dann mache ich kurze Pause und dann drehe ich das nächste. Und dann ist die Serie auch schon zu Ende. Apropos Serie. Seid ihr auch so Serien-Junkies? Ich habe jetzt seit kurz vor Weihnachten Disney Plus die ganzen Serien erstmal nachgesuchtet. Mandalorian 2, die ganzen Superhelden-Serien, hat Spaß gemacht. Onyx in Reverse und Scalabra WeMax Rainbow. Ja! Und Fusionsangriff hat hier auch noch was Schönes gegönnt. Das freut mich. Geil. Yeah! Naja, eine Rainbow, eine Trainervorlage und zwei V-Karten aus 12 Boostern. Nicht schlecht. Guckt euch die anderen Videos an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. So, bist du hier? Da, da.